So, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich bin jetzt mal zurück in die Villa, habe mal meine Einnahmen abgeholt und dabei ist mir aufgefallen, hier gibt es noch Geheimnisse. Und die können wir lösen, indem wir sie finden. So, und zwar stehen hier, habe ich gesehen, Statuen rum, die wir einsammeln können. Und da ich keine Lust habe, die jetzt alle hier zu suchen, habe ich mir hier eine Mappity Map aufgemacht. Und dann holen wir uns diese Statuen einfach jetzt mal. So, also die erste müsste direkt hier sein. Ja, da ist schon eine. Okay. Okay, die sammeln wir auch anscheinend einfach so auf, ohne was zu drücken. Das ist schon mal ganz gut. Und die zweite müsste gleich hier ums Eck sein. Okay. Machen wir es ohne Markierung. Hier irgendwo sein. Da. Okay. Okay, die dritte ist hier. Ich mache das jetzt einfach, weil ich zu faul bin und weil es zu viel Zeit kosten würde. Wenn ich das Spiel jetzt natürlich für mich und alleine und was weiß ich spielen würde, würde ich das natürlich nicht machen. Aber so für die Aufnahme finde ich es immer doof, wenn man da 1000 Jahre rumsucht und jetzt, wo ich halt nur noch halbe Stunde Videos mache, zumindest für Assassin's Creed, Wer könnte sich will ich mich jetzt nicht zu viel damit aufhalten, da nur rumzusuchen. Es dauert einfach viel zu lange. Du hast dann einen Teil nur mit so Zeug vergeudet und das will ich eigentlich nicht. So. Statue ist hier zwischen den Häusern. Da oben. Corsa, was ist in ihn gefahren? Ja, wo ist sie denn? Die Statuette. Ein echter Athlet. Ja, da oben ist eine Kiste. Die könnte man eigentlich auch holen. Wenn ich jetzt eh schon hier rumtouren. So. Jetzt sehe ich es auch von hier oben besser.
Vielleicht ist die auch da oben. Stadtmauer. Dann ist es hier genau an der Ecke angezeichnet. Habe ich die vielleicht aus Versehen schon mal eingesammelt? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das hätte ich doch gemerkt. Und zumindest müssen wir irgendwo ein Podest sehen, wo die drauf gestanden waren. Ich bin so blind, ne? Da steht sie doch. Wie macht er das? Die war echt gut getarnt. Hab sie echt nicht gesehen. Okay, und die letzte müsste hier irgendwo sein. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Drüben glitzert sie. Gut. Okay. Und jetzt machen wir erstmal die Markierung wieder weg, weil nervt mich. Hallo, ich wollte doch die Markierung wegmachen. Danke. So, und jetzt gehen wir mal dahinter in den Garten. Da stehen nämlich so Stelen und da müssen wir die wahrscheinlich draufstellen. Salutatemi, Messer Nino. Ich hoffe, er macht es von alleine. Er macht es von alleine. Okay, gut. Was passiert hier? Oh. Was gibt's hier? Ach, Kohle gibt's hier. Na gut. Zu untersuchen. Hier ruhen zwei Brüder. Einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. Okay, das hätte ich vielleicht mal vorher mir angucken sollen. Aber na gut, er macht es ja eh automatisch. Okay, ist das Zeus? Oder? Hier sitzt der König des Olymp und neben ihm steht die Weisheit, um seine Herrschaft zu lenken. Okay, hier gibt es wirklich nur Kohle. Ich habe echt gesagt, gibt es mehr. Einer schläft, wenn der andere wacht, ohne sich je zu berühren. Behüten uns doch beide gemeinsam. Des Zorns und der Stärke genießt die strahlende Schönheit seiner Geliebten. Sie zähmt seinen Zorn mit ihren sanften Berührungen. Okay. Na dann. Geht's hier noch irgendwo hin? Moment, das sieht doch auch so aus, als geht's hier noch wohin. Lassen wir uns mal ab. Oha. Was haben wir denn hier Schönes? Mhm.
Eigentlich auch unnötig, ne? Da hinten sind nur zwei Kisten. Okay, warte mal, wo geht's weiter? Weh, da ist jetzt nicht der Jackpot drin. Okay. Es ist kein Jackpot drin. Na gut. Und was ist hier unten noch? Lass mich mal fallen. Nichts. Okay. In der Truhe sind auch schon wieder 11.000. Kann ich eigentlich auch schon wieder abholen, ne? Hier müsste ich alles eigentlich gemacht haben. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, also wie wir sehen, ich habe alles hier schon investiert. Hier ist alles gemacht. Gut. Buon viaggio. Hier können wir nichts mehr tun. Ich habe ein paar Gemälde gekauft, aber wirklich nur ein paar. Hier ist die Waffenkammer. Ein paar Waffen habe ich natürlich auch schon gekauft. Aber es sind ja wirklich nur Ausstellungsstücke, ne? Ja, gut, man kann ja schon was machen. Ja, okay, dann können wir hier trotzdem die Waffen wechseln. Gut. Alles klar. Okay, achso, okay, wir können ja auch noch die ganze Rüstung und so. Ja, ich habe halt nur hier die Brustpanzerung und sowas gekauft. Also die Kleidung habe ich nicht wirklich gekauft. Okay, und die Gemälde waren oben, glaube ich, ne? Da war eine Galerie. Einfach nur mal zu gucken, wie es aussieht, wenn da ein bisschen was drin steht. Ne, hier bin ich falsch. Das war Claudias Gemach da hinten. Da hängt schon was an der Wand, aber da ist eine... Ja, da hängt ein bisschen was. Hier hängt auch schon ein bisschen was, ne? Ja. Ja. Okay. Mehr ist es auch nicht. Ich bin halt echt noch am Überlegen, ob ich nicht doch alle Federn, aber halt sammeln soll, aber halt nicht nicht auf der Aufnahme. Es gibt dann, wenn man alle Federn hat, Achtung Spoiler, es gibt einen Umhang. So hier, so ein Überwurf hier. Von der Familie Auditore. Das ist wirklich nur Kosmetik, aber naja, gut. Ganz nett zu haben, ne? Ja. Bedenkt, Tom, hab keine Angst. Oder zwei noch mehr heilen. Ich uns kauft, gebe ich ein Fresko für eine Kapelle. Okay. Dann, wo war die Schnellreise? Da um die Ecke, ne? Gehen wir zurück nach Venedig. Sofort eine Dottore, um das ganze Volk zu schützen. Die Pest.
Schwierigkeiten aus Übersee. Es gibt Gerüchte über Unruhen in den Rängen der Ottomanen. Heute treffe ich den Duschen und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Der Doge hat beschlossen, mehrere vertraute Repräsentanten auszusenden, um die Bevölkerung von Florenz aufzuwiegeln. Sie werden sich in Kürze mit dem Dogen treffen. Finde und töte sie, bevor das Treffen stattfinden kann, ohne dass sie eure Anwesenheit bemerken. Ja, das ist immer so das Problem bei mir. Jetzt mal hier mittig einen Marker, damit ich weiß, in welche Richtung es geht. Ja, ich weiß, die gelben Dinger, die sieht man immer, aber... Die Scuola di Sant'Orsola wird einen neuen Zyklus zum Schmuck der Kapelle kommissionieren. Alle interessierten Parteien sollen sich... Was? Wieso geht's denn... Das Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Warum läuft denn hier jetzt eine Zeit ab? Warum läuft denn hier jetzt eine Zeit ab? Oh nein... Ist nicht dein Ernst. Hier läuft wirklich eine Zeit ab. Aber das muss so nicht sein. Nein! So scheiße! Ja, willst du hochklettern oder nicht? Nein, hat keine Lust, okay. Mission gescheitert, würde ich mal sagen. Aber sowas von. Ach, egal. Dass der Händler Daedalus mit seiner gesamten Mannschaft vor der Küste von Thessaloniki untergegangen ist. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzliches Beileid. Okay, da drüben. Was zur Hölle? Komm wieder zu uns! Warum läuft denn hier eine Zeit ab? Ich verstehe das nicht. Er wird heulen wie ein Mädchen. Wenn ihr an mir kommst du nicht. Ich bin bei dir, Bruder! Nicht ins Gesicht. Ich brauche mein Gesicht. Wir kriegen ihn, keine Sorge. Versteh das nicht. Ich bin dabei. Jetzt kann ich es eh schon vergessen. Träum weiter, Armler. Ich bin bei dir, Junge. Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Ich bin bei dir, Bruder. Wie willst du gehen? Hier endet die Strafe. Oh, ne. Steh auf. Da komme ich nicht hoch, ne? Signore Franci Bustangolo wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. Cavoli, rape, cipolle! È tutto buono! Ja. Das hat nicht funktioniert. Ich frage mich aber echt, warum da jetzt eine Zeit abgelaufen ist. Na, okay, in 3 Minuten finden und töten. Wieso habe ich das nicht vorher gelesen? Hallo, geh da runter. Ich habe keine Zeit. Wieso krabbel ich jetzt da hoch? Lass dich fallen. Meiner hat mir nichts. Voraus, ich habe
habe die angesagteste Mode von allen. Diese Warnung an alle Besucher der Erlaubten Republik weiter. Der Assassine! Packt ihn! Gott segne euch! Oh, das ist so! Es ist voll falsch! Er haut! Ich bin zumindest besser in der Zeit, ne? So, gibt es hier noch irgendwas? Da gibt es nichts mehr. Waffen. Da gibt es noch einiges, die aber auch sehr teuer sind. Also ich kaufe das jetzt einfach nur, um meine Sammlung sozusagen zu vervollständigen. Alles andere bringt mir nichts. So, dann habe ich zumindest schon mal alle Waffen, die es im Moment gibt. Bitte kommt wieder. Danke. Podesta di Monteriggioni. Wisset, dass in einer Woche ein Maskenball vor dem Palazzo Dandolo stattfinden wird. Signore Francibus Dandolo wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. Auf Befehl des Dogen sind außer... Sehr elegant gelöst. Was haben wir denn da noch? Okay, dann haben wir noch Klamotten. Haben wir noch einen Beutel, den wir kaufen können? Nein. Kleider färben. Irgendwie gefällt mir da gar keine Farbe. Natürlich, ich verstehe. Auf bald! Wo ist denn das Fahndungsplakat? Ah, da oben. Okay. Weg mit dem Käse. So. Wo ist denn jetzt schon wieder einer? Hier sind so viele Leute auf Dächern. Ich weiß nicht, was das soll. Gibt's hier irgendjemand zum Ablenken? Da die finanziellen Mittel aufgrund der Keiner in der Nähe. Okay, dann scheiße ich auf den Schatz hier drin. Knapp geworden sind, wird auf alle Importe von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe fällig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. An alle Händler, die mit Gewürzen aus dem Osten handeln. Ein neuer Zoll wird erhoben, um... Okay, sag mal, wo muss ich denn hin zur nächsten Mission? Das ist am... Das ist hier oben. Ah, hier unten ist noch eine Codex-Seite, aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Okay. Dann. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung. Aus dem Weg, Barde. Diese neuen Minen machen meine Metallwaren. Was gibt's hier noch Schönes? Haben wir alles schon? Adio, ich verstehe. Bald habe ich mehr als... Ja, wir haben liebliche Weine. Wir sind im Geschäft. Und noch viel lieblichere Damen. Habt ihr hier schönere Frauen gesehen, Signor? Wir haben die besten Herrenherren. Wollt ihr nicht einer armen Dame in Not helfen?
Wieso kann der hier drin nicht schnell laufen? Danke. Tschüss, Mann. Okay, das nächste Ziel ist wohl da drin. Shit. Okay, wahrscheinlich muss ich eh überlegen, wie ich da am besten reinkomme. Die Frage ist, ist es drin oder ist es oben? Wahrscheinlich ist es oben, ne? Verabscheuungswürdiger! Nee! Hat er mir jetzt was geklaut? Glaub nicht, oder? Jetzt nur wüsste, ob es oben oder ob es nicht oben ist. Aber auf jeden Fall stehen davor Wachen. Oder? Stehen da Wachen? Nee, stehen keine Wachen. Okay. Okay, das Ziel ist hier drin. Ach, wir haben ja den Palast schon eingenommen, ich Trottel. Okay, gut. Dann mache ich jetzt hier einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part, wie es hier mit, wie hieß sie, Rosa weitergeht. Also, bis dahin. Bye, bye.